Shiba, schau mal in die Kamera. Komm, da. Servus Leute, ja, wie ihr vielleicht hier sehen könnt, haben wir heute einen kleinen Special Guest. Die Sheba, die hat sich nicht vertreiben lassen wollen, also kann sie einfach mal hier sitzen bleiben auf dem Tisch. Ja, heute geht's um ein E-Book. Das ist leider bisher nicht als Taschenbuch oder Hardcover erschienen. Das gibt's nur als E-Book, aber Sheba. Ach Mann. Ja. Ciao. ja. Ja, ich will euch heute ein E-Book vorstellen. Und zwar The Lost Prophecy von Karina Zacharias. Das ist bei BE Beyond erschienen. Gibt es leider noch nicht als Taschenbuch oder als Hardcover. Das ist bisher nur als E-Book erhältlich, aber nichtsdestotrotz. Hauptsache, man kann es wohl lesen. Ich blende euch hier mal das Cover ein, damit ihr das mal in Farbe sehen könnt auf meinem Kindle Paperwhite. Da gibt es ja keine Farbe, leider Gottes. Und ich lese euch auch mal ganz kurz den Klappentext vor. Und ja, die Zeit der Kriege in Andurion ist vorbei. Die Völker der vier Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft leben seit tausenden von Jahren in Frieden. Ein jedes für sich, kaum jemand kann sich daran erinnern, dass es ein fünftes Volk gab, vom Element des Lebens. Doch eine alte Prophezeiung kündigt ein großes Unheil an. Dieses wird in vier Wellen über Andurion hereinbrechen und nichts wird mehr sein wie zuvor. Nur ein Held, der alle fünf Elemente in sich vereint, kann die Welt noch retten. Ja, hier könnte man die Karte von Andurion sehen, aber ich blende euch auch mal wahrscheinlich hier ein, damit ihr die mal ein bisschen besser kennen könnt. Denn in Andurion, diesem Land, in dem die High Fantasy Geschichte hier spielt, wird eben von vier Völkern bewohnt, die jemals zu einem Element gehören. Natürlich die dem Element Wasser zugetan sind, die leben an der Küste und eben am Meer, in Seen und so weiter, Hauptsache Wasser. Das Volk der Luft, das lebt in so einer Art Graslandsteppe. Dann das Land dem Feuer zugetanen, die leben in so einer, ich denke, das ist so eine fruchtbare Vulkanregion, in der eben Vulkane und Geysire sind, aber eben auch durch die vulkanischen fruchtbaren Böden ganz tolle Felder und fruchtbare Bauernwirtschaft betrieben werden kann und so. Ne? Das Volk der Erde, das lebt in, ich glaube, das ist mehr so ein bewaldetes Gebiet mit zwischendrin in den Lichtungen so sind eben die Felder von dem Erdenvolk angelegt, aber zu, ich denke mal, so 90% ihrer Zeit leben diese Erdenbewohner, diese Erden
Menschen unterirdisch in ihren Bergwerken und in ihren Stollen. Und nur wenige dieser Menschen mit dem Element Erde leben oberirdisch und bauen eben die Nahrung oberirdisch für ihre Nation an. Ja, das Ganze fängt an mit einem Hilferuf. Seit eben tausenden von Jahren seit tausend Jahren leben diese Völker voneinander getrennt und haben nur minimalsten Kontakt zueinander, weil sich die irgendwie bis vor eben tausend Jahren nicht so gut miteinander vertragen haben. Deswegen gehen sich die einfach aus dem Weg. Die ganze Welt, die wurde im Prinzip von, ich nenne es mal so, wie Götterwesen erschaffen. Und eben auch diese vier Völker ist jeweils von einem dieser Götterwesen erschaffen worden. Und jedes dieser Wesen ist eben einem Element zugetan und hat da in diesem Element sehr große Macht im Prinzip. Und diese Götter haben sich vor tausend Jahren verabschiedet, die haben um diese Welt eine Art Schutzbarriere vor allem Bösen errichtet. Und ja, eine dieser Wesen hat eine Prophezeiung hinterlassen. Das ist die dem Wasser zugetane Göttin oder so, ne? Und von der ist aber nur die Hälfte der Prophezeiung erhalten, die besagt, dass irgendwie vier schlimme Katastrophenwellen über die Völker hereinbrechen wird und dann passiert eben was ganz Schlimmes und das Böse sucht diese Völker heim. Jetzt haben diese Götterwesen, ich weiß es gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, haben in jedem Volk eine Art Tafel zurückgelassen mit dem Symbol des jeweiligen Volks. Und immer wenn irgendwie ein Volk Probleme hat sozusagen, kann es ein Symbol, also ihr jeweiliges Symbol aktivieren und somit leuchten die Symbole, die sich eben auf den drei anderen verteilten Tafeln befinden, auf und die anderen drei Völker bekommen mit, dass um Kontakt oder um Hilfe gebeten wird. In diesen Völkern gibt es Botschafter, die sich dann eben um diese Probleme kümmern. Und jetzt ruft das Volk der Luft die anderen drei Völker um Hilfe, denn bei denen ist eine richtig extreme Katastrophe geschehen. Und so machen sich zwei Bewohner aus dem Volk des Wassers auf. Ob das denn dann auch wirklich die Botschafter oder alle die Botschafter sind, das erfahrt er in der Geschichte. Auf jeden Fall treffen die aufeinander und da passieren die tollsten Verwirrungen und Katastrophen. Und eigentlich gibt es ja auch noch ein fünftes Volk, wie ihr gerade vorhin gehört habt, beim Klappentext, wenn man es so nennen will. Das Volk ist aber anscheinend aus dieser Welt, aus Andurion, verbannt. Angeblich sind da alle verbannt. Aber ja,
plötzlich passiert was, dass sich dieses fünfte Volk in gewisser Weise auch wieder in diese Geschichte einmischt. Ja. Mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Gab's Kritik? Ein kleines bisschen, würde ich sagen. Die Geschichte fing auf den ersten zwei Seiten, möchte ich sagen, mehr waren es nämlich nicht, ein bisschen, ja, die Sprache war mir am Anfang auf den ersten zwei Seiten ein bisschen zu schwülstig, zu gestelzt. Das gibt sich dann aber ab der zweiten Seite, dritten, vierten Seite dann, und ich weiß nicht, ich kann es mir nicht ganz erklären, warum das jetzt auf die ersten vier Seiten, das fängt so an und wird immer verschwindet dann eigentlich komplett aus dem Buch. Später habe ich überhaupt nichts mehr in der Hinsicht bemerkt, aber am Anfang, das fängt mir einfach ein bisschen zu sprachlich, zu schwülstig, zu gestelzt an. Keine Ahnung warum. Falls euch sowas auch ein bisschen stört, kein Problem, lest einfach weiter, das gibt sich nach Seite 3, 4 vollkommen. Ansonsten, das war eigentlich schon mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Geschichte. Die ganze Welt ist ziemlich schön und stimmig aufgebaut. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist das Auftauchen dieses fünften Elements. Das fand ich wirklich, wirklich cool, und wie das beschrieben ist, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Des Weiteren überhaupt die ganzen Nationen, diese vier Elemente, sind richtig, richtig schön aufgebaut mit einer reichen Geschichte, möchte ich sagen. Also das gibt der ganzen Geschichte richtig schöne Grundlage und Substanz. Diese Geschichte, die da dahinter steht, weil wenn du solche Völker hast, das füllt die Geschichte einfach mehr mit Leben und macht die greifbarer, realer und so. Und das fördert einfach die Stimmigkeit in der ganzen Geschichte. Und das ist hier richtig schön gelungen. Des Weiteren fand ich auch die Idee richtig cool, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Denn ihr müsst wissen, hier gibt es nicht nur einen Protagonisten, sondern ganz viele. Und es wird jeweils abwechselnd aus der Sicht eben von einem Protagonisten geschrieben und wechselt dann wieder zu einem anderen Charakter, zum nächsten Protagonisten und so. Und dann kommt eben wieder der und der und der, je nachdem wie eben die Geschichte nacheinander abläuft in ihrer Chronologie. Und das fand ich richtig, richtig cool und total faszinierend, wie das so geschrieben wurde. Die Geschichte ist super, super schön. Mir wurde von der Autorin gesagt, dass ab und zu mal ein bisschen das Ende ein bisschen kritisiert haben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das Ende
endet richtig, richtig spannend und macht unheimlich Bock auf den zweiten Teil, weil wunderbar gelungen der zweite Teil schon ein bisschen angeteasert wird kurz vorm Ende, uns dann noch mal so eine kleine Wendung gibt, die dich richtig boah, ich will unbedingt sofort weiterlesen. Ja, das Gefühl löst es aus. Aber es ist überhaupt kein so ein Bad Cliffhanger oder so, oder was ich überhaupt als Cliffhanger bezeichnen würde. Das gar nicht. Im Gegenteil, das ist ein rundum gelungenes, rundes Ende. Ja, also mir hat die ganze Geschichte, auch die ganzen Charaktere rundum super gut gefallen. Ja. Wie viele Punkte gebe ich? Ich gebe 13 von 15 möglichen Punkte, also 5 Sterne ist es immer noch. Ja, aber 13 Punkte, das ist ein richtig, richtig, richtig geiles Buch und macht absolut Bock auf die nächsten 4 Teile, die es bisher gibt. 2019 habe ich gehört, soll Band 5 und 6 erscheinen. Ja, das macht richtig, richtig Lust und freut mich, dass die Geschichte schon bald eben im sechsten Teil zu lesen ist. Ja, die Autorin ist übrigens seit kurzem auch Booktuberin. Ich werde unten in der Videobeschreibung ihre Autorenseite und ihre YouTube-Seite mal verlinken. Könnt ihr mal bei ihr vorbeischauen, einen schönen Gruß ausrichten. Ja, mein Akku ist gleich leer, sehe ich. Dementsprechend, ja, ich bin zum Glück fertig. In diesem Sinne, ja, lest mal wieder was. Ciao.